Also, jetzt der zweite Teil von Supernatural versus Game of Thrones. Mit Game of Mit Game Thrones. of Thrones. Ja. Ja, da ich im ersten Teil Supernatural zusammenfassen musste, würde ich sagen, Zusammenfassung von Virus Game et of Larum, Thrones. was auch immer das heißen mag, ist es Viren lateinisch für larven. Gleiches mit Gleichem. Jetzt musst Ja. du Game Wie of du mir, so Thrones, ich dir. die erste Folge, zusammenfassen, was eine, finde ich, sehr Komplexe Aufgabe Aufgabe ist für ist. jemanden, der ganz neu in dem Kosmos Ja, ist. Von ich fürchte, daher ich habe auch die Hälfte nicht kapiert. werde ich, also, Soll ich erzählen? ist es okay, wenn ich dann einhake, wenn etwas total falsch ist? Ja, weil ich es ja nicht weiß. Ja. Ja. Also. Angefangen hat das Ganze damit, dass eine Gruppe von Männern, offenbar Nachtwächter, irgendwo im Winterwunderwald unterwegs waren, zu Pferd, um irgendwas zu bewachen, keine Ahnung. Und dann kamen die an ein Fleckchen, wo ein Haufen zerstückelter Leichen in einer lustigen Anordnung dalag, wo man dann erstmal nicht wusste, was los ist. Und ja, dann offenbar von dem gejagt wurden, was auch die getötet hat. Und man hat irgendwie nur im Hintergrund irgendeine schwarze Figur mit hellblauen Augen gesehen und wusste nicht so recht, was los ist. Offenbar hat dann einer von diesen Leuten aber überlebt und hat es dann geschafft, zurück nach Hause zu rennen, zu einer Burg, die offenbar zum, ich weiß nicht, Königtum, Herrschaftstum Stark gehört. Auf jeden Fall irgendein Geschlecht, das da seine Stadt, seine Burg hat. Und ich weiß, dass der Obere quasi Sean Bean ist. Den habe ich gleich erkannt. Ich warte Sean drauf, ich Bean! warte drauf, dass er stirbt, weil er stirbt immer, egal welche Rolle er hat. One Does Not Simply. One Does Not One Simply. Does Not Simply. Das ist Sean Bean. Ja, Sean Bean. Gleich erkannt. Aber er sieht älter aus. Naja. Gut, kommt Auch dann schon da im an. ersten Teil von Herr der Ringe gestorben. Also. Ja. So, und das ist No mein Spoilers, ja. erster Knackpunkt an der ganzen Sache. Ja, lassen wir das erstmal. Ja, Fass erstmal die Handlung ja, zusammen. mache ich doch gerade. Und dann kommt der da an. Ne? Oder beziehungsweise irgendjemand kommt an. So. Und da ist diese riesige Mauer, die dieses Königtum oder diese Burg auf jeden Fall umgibt. Und die gehen da erstmal schön durch. Oh, und erstatten Bericht. Und dann lernt man seine Söhne kennen von Stark. Ne? Der hat ja offenbar drei Söhne, zwei ältere und Fünf fünf. Kinder haben die Starks. Die haben produziert. Gut. Manche ältere. Und ein Bastard hat er. Also quasi Der ein gehört zu den Sohn, fünf. genau ein Sohn, dessen Vater er ist, aber die Mutter ist eine andere. Es ist ein Bastard. Ja. Also, er hat fünf Söhne. Es ist Robb Stark. Jon Snow ist der Bastard. Snow! Bran, der Kleine. Der Kleine, der so gut klettern Der auch kann. die Schlussszene hat. Ja. Sansa mit den langen Haaren, die so gut sticken kann. Und Arya, die nicht gut sticken kann, aber gut mit Pfeil und Bogen ist. Ja, die fand ich sympathisch. Gut, Go go on. Ja. Und dann sieht man halt so ein bisschen was von der Familie und von seiner Frau. Und was ich jetzt mitgekriegt habe, offenbar kam dann der König zu ihm. Also der Oberking quasi von allem. Robert Baratheon. Genau. Ein lustiger, dicker Kerl, Ja. der offenbar mehr Spaß an den weltlichen Freuden des Lebens hat, als daran zu regieren Ja. oder sich um irgendwas zu kümmern. Ja. Ja. Und macht ihm quasi das Angebot, seine rechte Hand zu werden. Die Hand des Die Königs. Hand des Königs, die rechte Hand des Königs. Was natürlich ein schönes Angebot wäre, aber dazu müsste er ja umziehen quasi in ein Nest, weg von seiner Heimat. Ne? So wie ich das verstanden habe.
So. Er müsste dazu zum zur Hauptstadt King's Landing. Ja, die genau. ist weiter im Süden. Ja. Ja. Und der Familiensitz der Starks ist in Winterfell. Mhm. Und noch weiter nördlich liegt die Mauer. Ja. Und hinter der Mauer sind Wildlings und böse Dinge. Und darum hat man diese Mauer gebaut. Und diese Mauer wird geschützt von der Nachtwache, mhm. Deren Mitglieder man am Anfang sieht. Und am Eingang der Mauer gibt es das Castle Black, wo die Nachtwache quasi stationiert mhm. ist. Und die Starks sind für den Norden verantwortlich. Ja. Aber der Winterfell, wo diese Burg ist, wo die Familie auch ist, die ist ein bisschen weiter südlich, also mhm. so in der Mitte zwischen Wall und King's Landing, ja. der Hauptstadt. Ja. Nur okay. zur Geografie so ein bisschen. Gut. Genau. Dann gibt es noch eine Familie, die heißt Lannisters. Das muss ich gerade überlegen, wie die dazu kam. Ach ja, genau. Das ist die Schwester des Königs? Nein. Egal. Jedenfalls die Lannisters. Es ist so. Robert Baratheon ist verheiratet mit Cersei. Cersei Lannister, aus der Lannister-Familie. Ach ja, genau, nicht die Schwester, ja. sondern die aber Frau sie ist, quasi. Sie ist jetzt zwar ein Baratheon, aber ursprünglich ist sie ein Lannister. Ja, genau, genau. Und sie hat einen Bruder, einen Jamie Zwillingsbruder, Lannister. Der offenbar... Die haben krass Inzest. Was am Ende der Folge halt rauskommt. Ja. ja. Das ist mir hängen geblieben. Gut, genau, die kommen da auch an, natürlich, logischerweise. Und dann machen die erstmal schön ein Fest. Das muss ja gefeiert werden, alles, ne? Warum kommen die denn nach Winterfell? Ja, die kommen nach Winterfell, A, weil er die rechte Hand des Königs werden soll, Stark. Und weil die dann planen, die beiden Häuser zu vereinen, indem sie den Sohn des dicken, gemütlichen mit der Tochter von Stark verheiraten. Wird doch angestrebt. Ach, du meinst Joffrey? Ja. Der Kleine, von dem ich jetzt schon weiß, dass ihn kein Mensch leiden kann. Ach ja, ja, klar. Robert ist dann der Vater von ja, Joffrey. Ja, genau. Muss ich dir jetzt die Geschichte erklären, Sven? Ja, es ist auch kompliziert. Ja, es ist auch. Aber ich muss dann auch noch ein paar ergänzende Sachen sagen, die in der ersten Folge einfach noch nicht ja, klar ja, ja, werden, nicht gesagt werden, ja. weil es dann zu viel wäre. So. Mach erstmal weiter. Dann finden sie einen Schattenwolf. Also erstmal finden sie einen ausgeweideten Elch oder Hirsch. Sehr schön Effekt mit ganz wimmeligen Magen. Ganz viele, übertrieben viele Magen. Und dann fasst daneben ein Schattenwolf, der auch tot ist. Und das war offenbar eine Mutter von 5 kleinen Welpen. Und die erst so, töten. Und der kleine Brandon dann so, nein, nicht töten. Bran. Sie hat aber Brandon gesagt, die Mutter. Ach so, ja, ich kenne ihn immer nur unter Bran. Ja, das ist die Kurzform wahrscheinlich. Genau. Ja. So, er so, nein, nicht, das sind so knuffig und so. Und weil es eben 5 waren und er 5 Söhne hat, haben die gesagt, jeder kriegt quasi einen persönlichen Wolf. Als Wappentier, weil es ja auch das Wappentier ist, so zum Großziehen, ne? Ist auch ein bisschen süß, finde ich. Ja, jede Familie hat ein Wappen und im Fall der Familie Stark ist es der Direwolf, also genau. der Schattenwolf. Genau. Schöne große weiße Wölfe. So. Die normalerweise immer nur im Norden leben, jenseits der Weise. Darum haben die sich ja gewundert, ne? Mhm. So. Ja, gut, dann kriegen die ihre Wölfchen. Dann gibt es noch eine Szene, die sich später dann als wichtig herausstellt, weil der Bran, der kleine Sohn, von John Bean oder Stark. Er heißt Eddard Stark. Eddard Stark. Ich finde das lustig, weil Tony heißt mit Zweitnamen Edward Stark. Mhm. Sein Spitzname ist Ned Stark. Also wenn Ned. Genau, das kann ich mir merken. Ned wenn die Ned sagen, meinen sie Eddard. Ned Stark. Das klingt wie so eine Käsemarke. Ja. Genau. Bombell. Ned Stark. Nützt Stark. Egal. Let's start! Let's start! Genau, ja. Jedenfalls eine Szene, die sich später noch als wichtig herausstellen wird. Der kleinste Sohn von Stark. Der klettert unglaublich gerne. Und klettert auch recht hoch und recht gut. Hm. Das wird ihm aber später zum Verhängnis.
Ja gut, die feiern dann. Man sieht dann viele nackte Frauen. Dann gibt es noch, dann kriegt man noch Einblick in ein Geschwisterpaar mit, ach, ich musste so lachen. Ich weiß jetzt den Namen nicht. Die mit den blonden Haaren. Wir bekommen Einblick in die Familie Targaryen. Targaryen, genau. Die aber fast nicht mehr da ist, ne? Da ja, ist nicht mehr viel da. Wir haben Daenerys Targaryen und ihren Bruder. Ich vergesse seinen Namen immer. Viserys der Dritte. Das klingt schon wie so ein schwuler Friseur und genauso sieht er auch aus. Und beide benutzen offensichtlich dasselbe Bleichmittel für die Haare. Da, ja, bei ihr sieht es ja noch einigermaßen aus, aber bei ihm, diese Mob an ausgebleichten Haaren mit diesen dunklen Augenbrauen. Und ja, da erkennst du sofort die Familienmitglieder. Also, das ist schrecklich. Wenn da ein Bastard in der Familie ist, das ist ganz mit schwarzen Haaren. Ich musste so lachen, wie ich den gesehen habe. Ne? Naja, egal. Jedenfalls, er wartet offenbar seit 13 Jahren darauf, seinen Thron zurückzubekommen, hat er gesagt. Und deswegen soll sie verheiratet werden mit einem Wilden, also mit so einem Anführer, Drogo, Karl Drogo. Das so, also von all den Leuten, die ich jetzt gesehen habe, zumindest von den männlichen, so der einzig vernünftige Mann ist, der aber natürlich definitiv total brutal und dumm sein wird. Ja, zumindest brutal. Der ist Anführer eines wilden Stammes. Ja, es ist so ein wilder Stamm, so richtig schon so mit Narben durchsetzten Oberkörper, schön hier, ne, Klamotten, Bart, lange Haare. Und offenbar haben die Sitte, dass wenn jemand geschlagen wird von einem Feind, die Haare abgeschnitten bekommt. Das, was ja eine Schande dann für die ist. Und er hat halt die längsten Haare, das hat er noch nie einen Kampf gewonnen. Offenbar, ne? Der hat die ja auch ganz schön, der hat die länger wie ich. Also, so. Ja, genau. Und genau, das Mädel wird dann, ja, dann sagt der Bruder noch was ganz Schönes zu ihr, nämlich, dass er sie von all den 40.000 Gefolgsleuten von diesem Typen samt den Pferden durchvögeln lassen würde, um seinen Thron wieder zu kriegen, was Geschwisterliebe, also perfekt. Warum gibt er denn seine geliebte Schwester an diesen wilden Stammeshäuptling ab? Habe ich nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall zieht er einen guten Nutzen draus für sich. Er wird dann irgendwie gekrönt, ne? Er wird dann irgendwie. Ja, er sagt, ich gebe dir meine Schwester. Ach ja, er braucht die Armee eigentlich. Und du kannst sie als Lustsklaven benutzen. Genau. Wenn du mir deine Armee gibst. Genau, er braucht die Armee, um quasi zurückzuerobern. Und das Königreich zurückzuerobern. Richtig. Genau. Logische Schlussfolgerung. So. Dann übergibt es sie ihm halt, dann gibt es so eine Hochzeitszeremonie. Und ohne drei Tote ist es auch keine Zeremonie. Also dann sterben wieder Leute. Und sie kriegt ganz schöne Geschenke. Ist halt ein lustiges Fältchen. Und sie kriegt drei versteinerte Dracheneier, die total echt aussehen. Und die definitiv noch später irgendeinen Nutzen haben werden. Weil ich wette, da werden fucking Drachen draus schlüpfen. Und sie wird dann so, mit den kleinen Drachenbabys. Bin ich mir sicher, dass es passieren wird. Du hast das Bild doch schon bestimmt mal gesehen, oder? Was für ein Bild? Okay, hast du es nicht gesehen. Aber das denke ich mal. Sie sehen also nicht so aus, als ob sie jetzt nichts zu tun hätten. Sonst hätten die es nicht so erwähnt. Ja, es fällt mir schwer zu glauben, dass irgendjemand noch nicht gespoilert ist, der die Serie noch nicht kennt, über bestimmte Dinge, die sich noch ergeben. Ich bin nur gespoilert durch Nein-Gag, weil dann immer wieder dieses Bild kommt mit Sean Bean, also mit Ned Stark. So, ja. Brave yourself. Das kommt immer. Ja. Und ich habe immer irgendwelche Hassbrigaden gegen diesen kleinen Jungen, diesen Joffrey. Das ist das Einzige, was ich weiß. Ich habe mich komplett ferngehalten davon, absichtlich, weil es mich nicht interessiert eigentlich. Dann weißt du sonst überhaupt nichts? Ich weiß gar nichts. Das ist ja großartig. Das ist ja großartig. Ich weiß wirklich nicht. Dann steht ja das Beste noch bevor. Naja, okay. Jedenfalls wird Hochzeitszeremonie wird ihm übergeben und dann, so wie es sich jede Frau wünscht, sie kriegt ein Pferd geschenkt von ihm und sie reiten dann irgendwie zu zweit nur noch im Sonnenuntergang irgendwo an der Küste, wo Wasser ist und so. Und dann zieht er sie halt mehr oder minder sanft aus und er sagt immer wieder nein. Also das ist anscheinend das einzige Wort in ihrer Sprache, was er sagen kann. Kannst du noch andere Wörter außer nein? Nein. Ja, das ist so. Ja, genau. So, und am Ende dann ist der Junge,
der Kleine mal wieder am Klettern und klettert den Turm hoch und hört dann irgendwas. Also so Frauengestöhne, aber in seinem Alter wahrscheinlich weiß er noch nicht so richtig, was los ist. Und will erst mal gucken und guckt so und sieht dann eben diese wunderschön anzusehende Inzestszene, wo halt der Bruder Lannister halt die Schwester bearbeitet. Und dann denkt man sich noch, oh nein, jetzt hat er die gesehen, was passiert jetzt? Scheint aber recht freundlich zu sein, nimmt ihn erstmal rein und dann letzten Endes kickt er ihn raus. Und offenbar stirbt der Junge, nehme ich mal stark an, dass er diesen Sturz nicht überleben wird. Und so endet diese Folge. Mhm. Also man muss sagen, Cersei Lannister, also die Frau von Robert Baratheon, ja, dem König, dicken, gemütlichen der König. Dicke, gemütliche König. Und ihr Bruder Jamie sind ja im Zuge dessen, dass Robert eigentlich nur mit Eddard Stark sprechen will, damit er die Hand wird, im gesamten Gefolge nach Winterfell gezogen und sind eigentlich als gebührende Lannisters total angewidert von der simplen, kargen Winterfell-Burg, ja, die nichts zu tun hat mit der Pracht von King's Landing, was halt eine vollkommen andere Location ist. Ne? So elbenmäßig wahrscheinlich. Es ist auch viel wärmer in King's Landing und da muss man nicht immer diese Wolfspelze um sich tragen, sondern kann immer schön, naja. Das sind also so die Modefreaks. Also ich teile sie gerade so bei mir so ein, die Modefreaks, da gibt es diesen irren schwulen Friseur mit den gebleichten Haaren. Ja. Das tut mir so leid, ich habe nichts gegen schwule Friseure. Und im Zuge dessen wird halt auch deutlich, dass Sansa, eine der Töchter von Eddard Stark, ein Auge auf Joffrey geworfen hat, der auch ihre Liebeleien so ein bisschen erwidert. So männlich. Aber er hat in der ersten Folge noch nicht gezeigt, was er so drauf hat. Also du weißt schon, dass er nicht so unbedingt der allerbeliebteste Charakter der Serie ist. Ja, erinnert mich so ein bisschen an Malfoy. Also dieses schmierige, schleimige hat er schon so ein bisschen drauf im Blick. Ey, obwohl, ja. Aber ich habe keine Ahnung. Ich also wenn du so die Essenz von Malfoy nimmst und mit 100 vielleicht multiplizierst, dann kriegst du so den kleinen Finger von Joffrey raus. Das ist so eklig, das will ich mir gar nicht vorstellen. Und Joffrey hat 10 Finger mit einer Hand dran und Armen und den ganzen Rest vom Körper. Uah! Jedenfalls, also es bahnt sich an, dass es eine Liaison, eine Verbindung, eine eheliche zwischen Stark-Familie und Lannister-Familie geben wird. Meinst du wirklich nicht, dass es so dunkel wird? Nein. Okay. Ja, wenn sich die Zuschauer am Ende beschweren, hier. Aber sonst an Storypunkten ist soweit alles so erfasst. Also du kennst halt die Geografie noch nicht, du konntest noch nicht einordnen, wo das die Anfangsszene jetzt ist. Ja. An der Mauer halt. Also ich habe ja die erste Staffel, wie jeder es haben muss, habe ich mir das Original geholt und da ist halt im Booklet auch direkt die Karte am Anfang. Ist jetzt nichts überbeleuchtet. Wir wollen das hier schon schön machen, ne? Kurz zeigen, damit du einen Überblick hast. Hier ist die Mauer. Im Norden, da sind halt wilde Stämme und sogenannte White Walkers. Also der eine Typ hatte überlebt, der dann geköpft wird. Und der hat diese White Walkers gesehen. Und das sind offenbar irgendwie übernatürliche Wesen, die auch anscheinend Tote wiedererwecken können. Das ist so eklig. Eiszombies. Ah, ich bin durch Supernatural schon viel gewöhnt. Ja, natürlich. Also gegen Supernatural ist das natürlich ein Furz. Ne? Das ist nichts. Ich weiß so noch, gesehen, wie Satan so gemacht hat und Castiel ist einfach explodiert. Und dann siehst du hier Winterfell, ja, wo das gespielt hat. Und dann hier ist King's Landing, das du einen Überblick hast. Weit weg. Und alles, was mit den Targaryens zu tun hatte, das ist dann quasi weiter im Osten. Ja. Also dazu ist auch das Opening hilfreich. Da wirst du dann in späteren Folgen sehen, wenn es... Ich habe schon ein bisschen aufgepasst dabei. Ja. Wie fandst du denn das Opening? Zu lang. Also das Opening, man sieht ja eigentlich diese Landkarte und wie sich Städte so aufbauen. Ja, minimalistisch. Genau. Ja, nee. Minimalistisch?
Jede einzelne Stadt schon besteht aus hunderten kleinen Rädchen. Ja, aber es war nur so Rädchengedöns. Also es war jetzt nichts, wo ich sage. Also es sah mir ein bisschen zu sehr nach Computergrafik aus einfach. Ja, natürlich. Ja, es sah mir aber zu... Das, darf ich etwas dazu sagen? Ja. Bitte. Ich hatte öfter Momente in der ersten Folge, wo ich mir dachte, oh. Der erste Moment war, wie man die Mauer das erste Mal sieht, komplett schneebedeckt, ne? Und die öffnen das Tor und gehen durch. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwas mag ich gerade nicht an dieser Szene und habe dann überlegt, was das war. Und dann habe ich gemerkt, das ist einfach, es sah so unecht aus, so richtig unecht. Den gleichen Moment hatte ich wieder, als Ned Stark an diesem kleinen Mini-Tümpelweiher hockt, der wunderschön, also ein Bild von einem Weiher, umgeben mit Gras, wie gesetzt, und dann dieser komische Baum im Hintergrund mit den komplett roten Blättern, während alles drumherum grün ist. Mhm. Also das sah einfach extrem unecht und gestellt für mich aus. Mhm. Weil ich fand diesen Kontrast einfach zu diesem dreckigen Mittelalter, ne, mit Blut und Tod und Vergewaltigung und Dreck und Krankheit. Und dann daneben dieses komplett Übernatürliche schon im Natürlichen. Mhm. Und diese Momente hatte ich halt öfter. Und dann, das kommt einerseits ein bisschen theaterhaft rüber, andererseits halt sehr unecht. Mhm. Also das passt irgendwie nicht rein. Es ist die Mischung, die dich stört. Ja, die stört mich. Also, weil es halt nicht in einem Ton gehalten ist. Mhm. Das passt meines Erachtens nach nicht. Weil wenn schon dreckig, dann durchziehen. Und wenn schon fantastisch, dann durchziehen. Weißt, aber nicht so abrupt einfach wechseln dann. Zum ersten Moment bist du noch so in so einer Dreckszene, sag ich jetzt mal, drinnen, wo Leute dreckig sind und zerstückelt werden und geköpft werden. Mhm. Und dann im nächsten Moment, dann sitzt du so an einem Bild von Weiher, alles grün und schön saftige Farben. Das passt irgendwie nicht. Mhm. Also. Dazu muss ich sagen, also du kennst natürlich nicht die Bedeutung des Ortes, an dem Eddard Stark in dem Moment war. Kenne ich natürlich nicht. Und ich muss sagen, ich weiß es eigentlich auch nicht so richtig. Also ich bin erst vor kurzem richtig in die Serie eingestiegen. Ich habe jetzt bisher alles, was rauskam, geguckt. Das Ende der dritten Staffel jetzt vor kurzem. Und habe jetzt erst angefangen, endlich mal die Bücher zu lesen. Von daher kenne ich all die Hintergründe noch nicht. Was ich nur weiß, ist, dass an diesem Teich irgendwie ein sehr bedeutsamer Baum ist. Dieser rote Baum, mit den roten Blättern. Was irgendwie eine Bedeutung hat damit, dass die Starks noch die alten Götter anbeten. Und dieser Baum, ich weiß nicht, ob der eine Gottheit symbolisiert oder jedenfalls hängt er irgendwie damit zusammen. Also irgendwas Bedeutendes, so ein bisschen wie der Baum des Lebens bei Herr der Ringe. Das ist irgendwas Wichtiges. Und dass es ein bisschen künstlich aussieht, das hast du ganz scharfsinnig vielleicht auch schon erkannt, weil der Teich, an dem man sitzt, der wurde künstlich aufgeschüttet. Okay. Der Baum selbst ist echt, nur haben die den natürlich dann weiß angestrichen und die Blätter sind auch nicht so rot. Aber so an sich, der Stamm, der ist natürlich gewachsen. Mhm. Okay, also, ja, das sage ich auch. Das nicht. Ist keine Pappmaché. Aber man merkt halt, dass es angemalt ist. Es sieht halt... Und sowas wie eine gigantische 700 Meter hohe Mauer, das kann man natürlich nicht so bauen. Ist klar. Aber trotzdem, es war mir zu übertrieben einfach. Es war einfach so... Ich hatte mir auch gedacht, wie ich das geguckt habe, ich wusste, die haben das gebaut, die hatten das erwähnt und ich dachte mir, das könnt ihr unmöglich gemacht haben. Das ist eine Fantasy-Geschichte. Herr der Ringe war glaubwürdiger. Also für mich kam es jetzt einfach komisch rüber. Ja, okay. Da habe ich mich halt so ein bisschen gestoßen dran. Ja, das sind halt deine Ersteindrücke. Ja, genau. Ja. Was hat dich sonst so gestört? Kommt das große Thema. Und die Leute werden mich dafür hassen, nur weil ich eine Frau bin wahrscheinlich und das jetzt sage. Mhm. Aber definitiv, wie Frauen in der Folge behandelt worden sind. Und man hat viele Frauen gesehen und alle, die ich gesehen habe, hatten eigentlich, bis auf die Frau von Ned Stark, nur die Funktion, sich zu bücken für die Männer. Im wahrsten Sinne. Oder nackt rumzulaufen. Am Anfang gab es da eine Szene, wo dann Prostituierte waren. Okay, da sage ich nichts. Mein Gott, ist klar, gab's ja. Ne? Ist ja klar. Ja, wir haben vergessen, über Tyrion zu sprechen. Der ist auch noch ein Mitglied der Lannister-Familie. Ist ein Kleinwüchsiger.
Und bekannt dafür, dass er ein Raufbold, Trinker und der Hurerei frönt. Im starken Maß. Und sein erster Auftritt in Winterfell ist direkt mit einer Prostituierten. Ja, was auch nicht schlimm ist, dann kamen dann hinterher gleich nochmal die vier weitere. Jamie ihn bringt, anstatt dass er sich Cersei anschließt. Naja, gut, also dann hatten wir die Szene, dachte ich mir, ja gut, ist nicht schlimm. Und ich hatte auch gehört, dass bei Game of Thrones oft und im großen Stile Frauen vorkommen. Dann unausgezogene Frauen. Unausgezogene Frauen, ja. Dann, sehr stark unausgezogene Frauen. Dann dieses Drachenmädchen, sage ich jetzt mal. Ne? Also Daenerys Targaryen, die von ihrem Bruder verkauft wird. Genau. Die sieht man eigentlich fast nur ausgezogen. Oder sie hat dann ein Outfit an, wo man deutlich sieht, dass sie definitiv kalt ist. Wo sie auch nichts drunter anhat. Ja, also ein Outfit, da könnte sie eigentlich auch nackt drunter. Eine Gardine. Was eigentlich? Das ist so eine Art von Kleid, das die Nacktheit noch unterstreicht. Genau. Also es ist, dadurch wird man noch nackter. Ja, im Grunde ja. Wenn es überhaupt geht. Ja, man sagt ja auch immer, eine extrem dünne Schicht Stoff, die viel vermuten lässt, ist noch erotischer als ganze Nacktheit. Ganz recht. Gut, dann haben wir das, dann geht sie mal baden, dann sieht man sie schön von allen Richtungen, einmal von hinten, einmal von vorne, was auch immer. Dann wird sie ausgezogen letztendlich noch von dem Typen und auch so runtergedrückt, also man weiß schon, was dann passieren wird. Von und, Karl Drogo, ja. Dem Stammeshäuptling. Aber der ist cool, der optisch zumindest. Und dann am Ende hat noch diese Inzestszene, mein Gott. Aber generell zu viel für die erste Folge und ich glaube, ich bin mir sicher, dass es nicht unbedingt so weitergehen muss, zumindest nicht so geballt und dass es noch sehr interessante Formen annehmen kann, die Serie. Aber ich glaube, dass es für viele Leute einfach abschreckend ist, wenn man so viel davon in die erste Folge packt. Weil ganz ehrlich, aufgrund der ersten Folge, wenn ich mir jetzt einfach so angeguckt hätte, ohne jetzt Feedback oder so, oder jemanden zu haben, der wohl noch mehr davon gesehen hat, gucke ich mir auf keinen Fall an. Mhm. Egal, wie gut die Geschichte auch werden würde, weil mein Frauenherz blutet dabei. Und das macht mich einfach nur extrem wütend, muss ich sagen. Mhm. Also, ich weiß nicht. Es kann natürlich sein, dass es später Frauenfiguren geben wird, die ein bisschen emanzipierter auftreten und eine größere Rolle annehmen, als sich zu bücken. Für Männer, aber so wie es jetzt im Moment ist, finde ich es echt schrecklich. Also diesen Part von der Folge. Ja, ich kann es voll und ganz verstehen, was du meinst, weil ich habe ja vor ein, zwei Jahren auch schon angefangen, Game of Thrones zu gucken und mein Ersteindruck nach der ersten Folge war eigentlich 1:1 wie deiner. Also ich fand das einfach alles too much, zu viel Gewalt, zu viele Kraftausdrücke, zu viele Titten, die mir entgegengeschlagen wurden. Und das hat mich auch erstmal abgeschreckt und ich dachte mir, was finden denn die Leute daran? Finden die das jetzt einfach so geil, dass plump Titten auf den Tisch geklatscht werden und dabei Ficken und Scheiße und Hure gesagt wird? Und das ist jetzt Dark Fantasy und das ist jetzt der große neue Hit. Weil es dreckig ist. Und ja, weil es halt dark ist. Ja. Und Herr der Ringe ist nichts dagegen, weil da wird nicht geflucht und da siehst du keine Titten. Ja. Dafür gibt's Elben! Ja. Ja, du weißt, was ich meine. Und dann habe ich das... dann habe ich mir gedacht, okay, ich will nicht vorschnell urteilen. Ich will nicht nach der ersten Folge schon sagen, wie eine ganze Serie ist. Und habe die erste Staffel zu Ende geguckt. Hab die aber auch nur so halb konzentriert geguckt, muss ich sagen. Also ich habe immer daneben was gemacht und habe dadurch so diese ganzen Verflechtungen zwischen den Familien auch nicht ganz durchblickt am Ende der ersten Staffel. Und war dann am Ende auch noch nicht überzeugt. Mhm. Und das hat aber lang gedauert, dass du da... Ne? Also, ja. Also ich will nur meine Geschichte erzählen, damit ich halt klar mache, dass ich verstehe, was du meinst. Mhm. Aber was mich dann doch rumgerissen hat. Ja. Und auch die Sache dann mit Sean Bean. Also ich meine, du weißt es ja wahrscheinlich, was mit ihm passiert. Er wird sterben auf jeden Fall. Ja. Sean Bean stirbt immer. Also falls es noch niemand gesehen hat, rückträgliche Spoilerwarnung, aber es ist eh zu spät. Also wenn ihr einfach ins Internet kommt, dann wisst ihr das eigentlich schon, weil Sean Bean nimmt aus Prinzip immer Rollen an, wo er stirbt.
das war in Herr der Ringe so, das ist in 1000 Filmen so. Ja, komisch, ne? Ja. Und das fand ich damals auch nicht so geil. Mhm. Weil das war so einer der wenigen Charaktere, die ich wirklich gut fand. Und sonst, ja, er ist sympathisch auf jeden Fall. Sonst so bei der halben Aufmerksamkeit, die ich der ersten Staffel geschenkt habe, hatte ich keinen Charakter, den ich durchweg sympathisch finden konnte. Also ich hatte niemanden, mit dem ich... eine Bindung irgendwie. Ja, nicht so richtig, ja, weil die waren mir alle irgendwie so fremd und komisch und hatten so viele Schwächen und Eigenarten und so. Ja, und dann wird deine einzige Bindung weggenommen. Zunichte gemacht, ja. Ja, und dann hatte ich erstmal keine Motivation, das weiterzugucken. Klar. Hab so mein Urteil gebildet. Ja. Und dann kam dieser große Fass jetzt vor kurzem wegen einer bestimmten Folge aus der dritten Staffel, wo etwas sehr Großes passiert. Und dann hat das irgendwie nochmal mein Interesse befeuert. Und ich dachte mir dann, okay, anscheinend kann alles Mögliche passieren in dieser Serie. Also das ist keine typische Geschichte, wo du so deine sicheren Faktoren hast, sondern alles kann passieren. Und irgendwie, irgendwas muss es doch haben, Game of Thrones, dass so viele Leute das geil finden. Eine Freundin von uns guckt das auch total gerne. Ja, wer denn? Jenny. Ach so, ja. Ja, klar. Und so habe ich dann dem Ganzen nochmal eine Chance gegeben und habe angefangen, die zweite Staffel zu gucken. Aber wie viele Folgen hat es pro Staffel? Pro Staffel 10. 10? Ach, das geht ja eigentlich. Das ist jetzt nicht so. Ja, halt immer 20 Folgen oder so. Eine Stundenfolge. Das geht ja. Aber diesmal habe ich halt konzentriert geguckt und hatte nur noch so halb das Wissen von der ersten Staffel. Ich wollte das dann nicht komplett nachholen. Ja. Ja, da hatte ich dann auch keinen Bock zu, aber. Tatsächlich ging der Einstieg dann, nach so 2-3 Folgen wusste ich dann, was die einzelnen Leute so bedeuten und ich habe mir auch dann immer einzeln die Namen aufgeschrieben. Ach du Kacke. Und nach 2 Staffeln habe ich so viele Namen drauf, also ich weiß nicht, ob man das jetzt... Doch, das sieht man. Ja. Also das war erst ein Name, der da steht, dann waren 2, 3, 4, 5 und dann sah ich, welche Familien das sind und habe die miteinander verbunden. Jedenfalls sind das ziemlich viele und... Wenn man jetzt nur diese Karte auf einen Schlag sieht. Ich will kein Erkunde mehr. Ja, genau, da hat man erstmal keinen Bock da irgendwie. Das ist ja wie Geschichtsunterricht. Ja, ein bisschen schon. Daten pauken muss. Aber die Sache ist die, so wie die Geschichte erzählt ist, kann man nach und nach reinkommen. Und so nach und nach setzen sich einfach die Puzzlestücke zusammen und dann hat man tatsächlich einen Überblick und kann auch den einzelnen Erzählsträngen folgen. Genauso ist es bei Supernatural. Bloß, da ist es nicht so viel. Da ist es was weniger, weil man weniger Hauptfiguren hat. Mhm. Aber jedenfalls war das dann letzten Endes nicht so unüberschaubar komplex, wie ich es mir vorgestellt habe, was auch so ein Abschreckfaktor für mich war. Ich habe auch vor ein paar Jahren versucht, das Buch zu lesen und habe es nach 30 Seiten weggelegt, weil man wird einfach zwangsläufig am Anfang mit 3 Dutzend Namen konfrontiert, mit denen man nichts anfangen kann. Und man müsste dann halt ein paar Seiten mehr lesen, damit man weiß, welcher Name was bedeutet, nach und nach. Ja. Und wo man sortieren kann, welche Namen jetzt wichtig sind und welche weniger wichtig. Weil es gibt auch viele, viele Nebencharaktere, die auch irgendwann verschwinden oder getötet werden, was auch immer. Aber so wie die Story erzählt ist, kann man dahinter kommen, wenn man ein bisschen Zeit investiert. Am Anfang vielleicht sich so ein bisschen dazu aufrafft. Man muss auch auf jeden Fall dem aufgeschlossen gegenüber sein. Also ich bin auch mit der Einstellung reingegangen, okay, ich will dem jetzt aktiv eine Chance geben und ich widme dem meine Aufmerksamkeit. Mutig, mutig. Und am Anfang war es vielleicht ein bisschen Arbeit, aber ganz schnell hat sich das in beste Unterhaltung umgewendet. Darf ich was fragen? Ja. Wird das irgendwelche Frauenfiguren geben, die... sich etwas mehr dieser Rolle entheben oder wird das so bleiben? Das wäre nämlich ein großer Punkt für mich. Oder spinnen die Intrigen durch ihren Körper? Das ist nicht so einseitig beantwortbar. Also du kannst einerseits sagen, dass es in dem Sinne eine ganz klassische Fantasy-Story ist, dass es einfach nacktes Fleisch gibt. Also Game of Thrones ist ja nicht die erste Fantasy-Story, wo du Sex hast.
Nein, natürlich nicht. Aber ja, das ist ja keine Grundvoraussetzung. Nö, nö. Für Fantasy. Klar, klar. Also, klar, es gibt genug Fantasy-Stories ohne Sex. Mhm. Aber es ist auch nicht vollkommen untypisch, dass du mal eine Fantasy-Story hast, wo richtig geknattert wird. Nee, das nicht. Aber mich würde halt interessieren, ob die Rolle der Frau so bleibt. Oder ob es irgendwann eine Frau gibt, die sich dem Ganzen halt, weil zum Beispiel die Tochter von Ned Stark, die so gut Bogen schießen kann. Also von der würde ich jetzt erwarten, dass die sich halt nicht so als Bückluder... die Arya Stark. Genau. Mhm. Von der würde ich das erwarten. Mhm. Wird das so? Oder wird es generell eine Frau geben, die sich da so ein bisschen die Muster enthebt? Ich gebe jetzt keine spezifischen Spoiler. Ich will erstmal nur sagen, dass der Autor George Martin, das ist so ein alter, dicker Bär, so mit Bart auch so, der sieht wirklich aus wie ein Fantasy-Autor, hat auch eine Mütze. Das ist so ein alter Hase, der auch schon sehr viel geschrieben hat. Mhm. Und der kommt, also ich kann mir das so vorstellen, der kommt aus dieser alten Fantasy-Schule. Ja. Und der ist so bestimmte Elemente einfach gewohnt, die er einarbeitet. Nur, dass es bei Game of Thrones alles noch ein bisschen potenziert ist und ein bisschen krasser. Also das mal so als ganz lascher Hintergrund. Und einerseits kann man diese Kritik auch am Ende nicht so völlig vom Tisch fegen, weil... nicht all das nackte Fleisch, das gezeigt wird, ist unbedingt nötig. Mhm. Also, du kannst auch sagen, dass manchmal das nackte Fleisch so ein bisschen Selbstzweck ist. Ja. Auf jeden Fall. Wird es auch Männer geben? Ja, es gibt auch nackte Männerärsche. Nackte? Es gibt auch Schwule. Echt? Es gibt eigentlich alles. Okay. Nein, ich möchte wissen, ob gleiches Recht für alle gilt oder ob das immer nur... Ja, ja, aber wenn du das dann vergleichst, sind natürlich sehr viele Frauen als klar. Männer. Ne? Das ist klar. Aber das ist ja eigentlich auch in der Realität. Nein. Aber die andere Seite ist, dass ein großer Teil dessen auch seine Bedeutung hat. Oder auch nicht so völlig aus der Luft gegriffen ist. Also, nein, das verstehe ich schon. Beispiel. Also ich habe schon damit gerechnet, sagen wir mal so. Ja. Die Szenen mit Tyrion, er ist nun mal jemand, der nicht abgeneigt ist, käufliche Liebe zu erwerben. Wie ich vorhin gesagt habe, das ist vollkommen okay, das habe ich auch gut verstanden, aber es hat gepasst in die Story. Ja, und das hat direkt gezeigt, dass er seinem Ruf gerecht wird. Also, dass das, was man über ihn sagt, so stimmt. Ja. Und das ist erstmal alles, was man über ihn weiß. Ja. Sonst nichts. Nein. Ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass kein einziger Charakter aus Game of Thrones einseitig ist. Hm? Und ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie Tyrion wird auch noch andere Seiten zeigen. Das war halt die erste Folge. Du kannst jeden Charakter nur sehr, sehr kurz vorstellen. Hm? Und dementsprechend kannst du ihn in dieser gegebenen Zeit auch erstmal nur auf eine Eigenschaft festlegen. Da sage ich auch nichts dagegen. Vollkommen in Ordnung. Okay. Zu Daenerys Targaryen, also dem Blondchen. Sie macht eine Entwicklung durch, auf jeden Fall, in der Serie. Und dass man sie als erstes eigentlich nackt sieht und dann sofort wieder nackt und in der dritten Szene auch wieder nackt, hat mich nach der ersten Folge auch gestört. Aber im Rückblick macht das auch Sinn. Weil du musst bedenken, dadurch wird halt unterstrichen, dass sie von ihrem Bruder knallhart als Lustsklave mehr oder weniger verkauft wird. Ja, ist klar. Seinen herrschsüchtigen Idealen gerecht zu werden, damit er eine Armee bekommt und das Land zurückerobern kann. Ja, ja. Ich muss zur Familiengeschichte der Targaryens noch ergänzend sagen, dass dessen Vater, hat das Land damals erobert mit drei Drachen. Und dessen Sohn ist als der irre König in die Geschichte eingegangen, weil der total paranoid und wahnsinnig wurde. Und dann von Robert Stark, der jetzt der König ist, in Kooperation mit Eddard Stark umgebracht wurde. Mhm. Und daraufhin wurde Robert König, als der irre König umgebracht wurde von ihm. Und Eddard Stark war quasi sein Verbündeter. Und darum sind die beiden so alte Freunde. Ja.
Das wird dann im Laufe der... Du redest viel, aber du beantwortest nicht meine Frage. Das wird im Laufe der ersten Staffel noch gesagt. Also, ja, es hängt einfach an allem so ein Rattenschwanz von Informationen und... Ja, nein, das interessiert mich aber nicht. Was mich jetzt interessiert, nochmal die Frage. Wird es eine Frauenfigur geben, die sich dem Ganzen enthebt? Ja, das natürlich. War meine Frage. Um es ganz kurz zu machen, es gibt natürlich solche und solche. Also es... Ja, es hat mich nur interessiert, weil ich hätte jetzt halt keinen Bock, eine Serie zu gucken, egal wie gut sie ist, von der Geschichte her oder von dem Es Ergehen, ist auf keinen Fall so, wenn dass... jede das, Frau nur so... Ne, es ist auf keinen Fall so, dass das weibliche Geschlecht darauf degradiert wird, dass es nur als Befriedigungsapparat dient für Männer. Frage beantwortet. Ja. Also so ist es keinesfalls. Ja, also, wollte auch, ich wissen. Auch wenn es so scheinen mag, wenn man nur die erste Folge isoliert betrachtet, als ob das so wäre. Ja. Frage beantwortet. Aber... Der Typ, der sich das ausgedacht hat, der hatte was im Hinterkopf dabei. Ja, und das denke hat ich. Eine Bedeutung, auch für die Charakterentwicklung ja. von Daenerys. Dem Drachen. Mhm. Ich wette, die schlüpfen, diese scheiß Dracheneier, die hat die nicht einfach so gekriegt. Die haben übrigens auch unecht ausgesehen, fand ich. Wie sehen denn echte Dracheneier aus? Nicht so, als ob ich das Styropor fühlen könnte. Also wie sie das schon hochhobst mit ihren zarten Fingerchen und so ein Ei ist so, gefühlt würde ich sagen 4 Kilo. Das hebst du nicht mal so hoch. Das nimmst du richtig und merkst, dass Kraft drin ist. Das fand ich ein bisschen, man kann jetzt sagen, war es jetzt schlechte Requisite oder schlecht geschauspielert, wahrscheinlich eher schlecht geschauspielert. Mhm. Wie findest du denn so allgemein die Requisiten? Durchwachsen. Ich finde die Waffen cool gemacht. Ich finde die Burg und alles, was innerhalb dessen sich abspielt, die ganzen Räumlichkeiten, finde ich sehr gut gemacht. Ich fand die Waldszene manchmal ein bisschen zu theaterhaft. Und wie gesagt, ich fand halt die Mauer eher nicht so gelungen. Zu wuchtig dafür. Ja, aber im Buch ist die halt auch so. Also, ja, das kann ja sein. Und wenn es halt eine realistische Mauer von 3 Metern wäre. Am coolsten fand ich wirklich die Gegend, ich glaube, das war im Osten dann, wo das Drachenluder und... Die Stadt so und die so. Die Gegend fand ich cool. Das hat mir gut gefallen. Mhm. Ich meine, Winterfell ist auch cool, so mit dem ganzen Schnee und so, aber das kenne ich einfach schon aus so vielen anderen ähnlichen Filmen. Das ist so das, was man kennt irgendwie. Harter Winter, und so. Keine Ahnung. Ja, ich fand das einfach am coolsten. Und von den Charakteren her mochte ich auf jeden Fall den Ned Stark mit seiner Frau. Die ganze Ned Stark, also die ganze Stark-Sippe, die finde ich sympathisch. Ich mochte den kleinen Jungen gerne. Ich bin total sauer, dass der jetzt gestorben ist gleich in der ersten Folge. Weil der war echt, der war voll knuffig. Die Wölfe mochte ich. Und ich mochte den Onkel. Der mit den langen Haaren? Der kam doch auf der Feier der Onkel und kam dann zu Rob Stark. Ach, der verspätet kam? Ja, genau. Und ja, zu dem Bastard und hat dann... der andere Stark, der an der Mauer lebt, ja. Den finde ich cool. Und Jon Snow will sich der Nachtwache anschließen. Ja. Aber das Problem der Nachtwache ist, die leben halt im Zölibat, die dürfen nicht klar. Poppen. Ja. Sagen wir es, wie es ist. So. Also, wurscht. Der hat sehr ausgeglichen gewirkt, der Onkel. Der Benjen. Irgendwie so der Garten. Ja, Stark. Egal. Stark, mit genau. Nachnamen. Ja, den fand ich cool. Und der Zwerg war mir jetzt auch nicht unangenehm, weil man schon vermuten konnte, wie er kurz mit dem Snow geredet hat, dass da viel mehr dahinter steckt, als er so auf den ersten Blick zeigt. Und dass vieles von dem, was er so an Angewohnheiten hat, auch so ein bisschen Schutzpanzer. Ja, der hat ihm ja so einen Rat gegeben, so im Sinne von, wenn du über dich selbst am lautesten lacht, dann dich keiner verletzen, so nach dem Motto. Das fand ich cool. Und das klingt jetzt so dumm und ich weiß, er ist bestimmt voll das blöde Arschloch, aber ich mag den Drogo. Karl Drogo, ja. Ja, ich mag den. Mhm. Weil der wirkt, also ne, dieser Wilde, dieser Anführer, der wirkt zwar schon so ein bisschen, ne, so halt, wie so ein Wilder, aber ich habe den Eindruck, der hat mehr im Köpfchen, als man jetzt so sehen würde. Ich habe so den Eindruck. Glaubst du? Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen verarscht auch, weil wie er immer so sagt, nein, so das Einzige, was er sagen kann. Und dann definitiv nicht. Mhm. Also ich glaube, der hat sie so ein bisschen verarscht.
Und man muss natürlich auch sagen lassen, jetzt auch optisch so ein bisschen Ausgleich für mich war auch. Nicht, dass jetzt die männlichen Darsteller alle hässlich wären oder so, aber keiner reitet hier halt komplett muskulös mit freiem Oberkörper durch die Gegend, während Frauentitten durch die Gegend fliegen. Das war so mein Ausgleich jetzt. Ein kärglicher Ausgleich, aber es war ein Ausgleich. Verstehe, ja. Ne? Und der hat einen coolen, also der hat einen coolen Blick. Ich weiß, jetzt sind die Augenbrauen echt. Ich habe den auch nur in dieser Verfassung gesehen, auch im Making-of. Ich bilde mir ein, dass eine Freundin vom Kurs mir mal gezeigt hat, ein Foto auf ihrem iPhone und gesagt hat, oh, guck dir mal den Mann an, guck dir mal den Mann an. Und ich so, die Augenbrauen kenne ich irgendwoher. Ich glaube, das ist der Schauspieler gewesen, dass der echt so böse guckt. Kommt mir nämlich sehr bekannt vor. Aber der war cool. Ja, wer weiß. Kleiner Fun-Fact, weil ich habe mir auch das Making-of angeguckt. Der Stamm der Dothraki, an den Daenerys verkauft wurde. Das klingt doch schon so. Wurde extra ein Linguist für angeheuert, der eine Dothraki-Sprache komplett erfunden hat. Und die Schauspieler der Dothraki haben dann erstmal das englische Skript gelernt. Ja. Und dann mussten sie das Dothraki-Übersetzte auswendig lernen. Das ist ja krass. Also erstmal, damit sie wissen, was sie gleich sagen werden, damit sie so die Intonation drauf haben. Und dann gleichzeitig halt auch die Fremdsprache, weil die wollten halt nicht irgendwie in Englisch mit Akzent sprechen, sondern das glaubhaft machen, dass es halt wirklich ein wilder, anderer Stamm ist und dementsprechend auch die Sprache gefärbt ist. Und darum sagt ja auch der Joas, der den Dothraki als Übersetzer dient, dass es zum Beispiel kein Wort für Danke gibt. Das fand ich cool. Weil eine Sprache ja auch immer ein Produkt der Kultur ist. Ja. Und die Dothraki, das sagen halt anscheinend nicht Danke. Das spricht halt für die haben mehr Wörter für Blut als für Liebe. Oh je. Und daneben ist halt unglaublich viel Mühe in die Requisiten geflossen. Man sieht vorstellen. Halt angerissen in der ersten Folge, dass es sehr verschiedene Locations gibt, die halt auch völlig anderen Stil haben. In Winterfell, bei den Starks, hast du halt diese schweren Mäntel mit Fell und Wolfsmänteln und so. Und in King's Landing ist alles so ein bisschen edler und Ornamente an den Rüstungen und so weiter. Ja, es ist halt so dieses typische, wie man es ja auch kennt. Und im Osten dann halt ist das so ein bisschen so ein Mischmasch aus Arabisch und Osmanisches Reich. Es ist halt so ein bisschen auch, man erkennt es so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, so die Elben haben ja diese Ornamente, bei den Zwergen ist es ein bisschen statischer alles, ein bisschen erdverbundener und so. Mhm. Also man hat das schon gemerkt, dass man das einordnen kann. Ja, und all die jedes Rüstungsteil, das die tragen, nichts wirkt künstlich, das wirkt wirklich wie... Ja, ist gut, habe ich auch gesagt, die haben mir gefallen, die Zeug, Waffen und so. Dass die Leute in dem Reich, das heißt Westeros, auch wirklich tragen würden. Ja. Also ich hatte niemals irgendwie gedacht, das sieht jetzt... Kacke aus oder unglaublich. Nö, war Requisiten. Alles vollkommen okay. Über so CGI-Shots, da kann man dann natürlich drüber streiten. Ich meine, das ist halt auch. Ach, mich haben die Dracheneier mehr gestört. Oder besser gesagt, wie sie das rausgehoben hat. Sowas nervt mich halt, weil daran sehe ich halt sofort, ist eine Requisite oder ist aus Styropor. Sowas ärgert mich. Aber sowas macht mir das immer so ein bisschen kaputt in dem Moment einfach. Mhm. Ich finde es halt nur krass, wie viel Mühe in so eine Serie fließt. Also das ist wirklich an Requisiten, hat das Niveau von einem High-Budget-Film. Aber ich hab das Gefühl, das ist heutzutage irgendwie eh schon öfter der Fall. Oder dass es mittlerweile schon fast vorausgesetzt wird, um am Ball zu bleiben bei einer Serie. Oder das noch in Konkurrenz treten kann. Ja, aber komplette Settings mussten teilweise komplett gebaut werden. Also wenn du jetzt was wie Breaking Bad nimmst, da kannst du zumindest als Location die reale Welt nehmen. Ja, da ist die Stadt schon gebaut. Ja. Aber bei Game of Thrones, wo du verschiedenste Städte hast, von verschiedenen Kulturen und Landschaften. Aber zum Beispiel bei Supernatural wird auch extrem viel einfach gemacht und viel Liebe zum Detail. Also, ja, das will ich ja nicht. Wird man später auch sehen. Also, ich sage ja, das ist eine sehr gute Sache, aber ich habe ja das Gefühl, das ist irgendwie in den letzten Jahren so bei manchen Serien einfach so ein bisschen Voraussetzung ist oder dass da einfach, man merkt einfach, da kommt einfach mehr aus dem Herzen fürs Detail. Aber es gibt keine Fantasy-Serie, die auf diesem Niveau steht. Kann ich nichts dazu sagen? Also unabhängig von der Story jetzt mal einfach vom Look and Feel, vom Design, von der Mühe an Details, die reingesteckt wird, ist Game of Thrones im Genre der Fantasy-Serien
konkurrenzlos. Das kann sein, das kann ich nicht beurteilen, ich habe jetzt nur eine Folge gesehen. Also das soll jetzt kein Argument dafür sein, dass es auch dementsprechend geil ist. Also ich spreche jetzt nur über das. Ja, wie gesagt, das kann schon sein. Kann ich jetzt nicht sagen, ich habe nur eine Folge gesehen. Ja, ja. Hm? Und es gibt halt auch Dutzende andere Locations noch, die im Laufe der Story noch vorkommen und so viele unterschiedliche Details und Stile das und glaube ich. Charaktere kommen noch und Entwicklungen von den Leuten, die du jetzt, wo du eine Handvoll kennengelernt hast. Ja, bei meiner Serie auch. Ja. Was ich noch dich mal generell fragen wollte, was ist für dich eine Fantasy-Geschichte? Bams. Also auf jeden Fall irgendetwas, eine Serie, wo etwas Übernatürliches vorkommt. Ich glaube, man könnte sich jetzt auch ein bisschen streiten, ob jetzt Supernatural eine Fantasy-Serie ist. Ich würde eher sagen, eine Fantasy-Horror- oder Fantasy-Mystery-Serie. Auf jeden Fall muss Fantasy etwas sein, wo irgendetwas vorkommt, unabhängig davon, ob man das jetzt kennt irgendwie, sowas wie Drachen, hat jeder ja mal gehört, oder ob man es nicht kennt, es muss irgendwas Übernatürliches auf jeden Fall vorkommen. Mhm. Ne? Und am besten ist es natürlich, wenn etwas vorkommt, so etwas wie so eine eigene Geschichte, wie so ein eigenes Volk oder so eine eigene, weißt du, was ich meine? Mhm. Ne? So wie bei zum Beispiel jetzt, ich meine, Game of Thrones besteht ja nur aus diesen, es ist ja pure Fantasy, das ist ja alles erfunden, das ist ja nichts, woran man sich halten kann irgendwie, es ist nichts aus der Wirklichkeit gegriffen. Bei Supernatural hat man halt dieses jetzige Setting und schmeißt dann halt diese ganze Geschichte rein mit Himmel, Hölle etc., alles was dazwischen ist. Aber irgend sowas in der Art, wo du mit etwas konfrontiert wirst, was einfach Geschichte hat, was einen eigenen Wert hat, ja, was eine Kultur hat. Religionen sind ja auch keine Fantasy, ne? Ja, aber du weißt, was ich meine. Also für manche ist es Fantasy, aber wenn du das anderen sagen würdest, die würden dich dann zumindest schief angucken. Ja, sollen sie doch. Aber was sind denn die ersten drei Bilder, die dir in den Kopf poppen, wenn ich sage Fantasy? Drache. Schwert. Magier. Wie sieht der Magier denn aus? So wie du. Aber mit spitzem Hut. Spitzer Hut. Welche Farbe hat der Hut? Blau. Ja. Das habe ich mir gedacht. Weil meine erste Assoziation mit Fantasy ist auch, dass ich dann an Gandalf denke einfach. Weil das ist dieses ikonische Gandalf. Bild. Und natürlich denkt man an Drachen auch. Ja. Und was ich mich dann so ein bisschen gefragt habe, bevor wir diese Review gemacht haben, ist, wie man jetzt auch schon fast eine Stunde dauert. Ja, macht ja nichts. Wie kann man heutzutage noch eine Fantasy-Geschichte erfinden, die irgendjemanden hinter den Ofen hervorlockt, nachdem es Herr der Ringe gibt und all die 1000 Milliarden Abklatsche von Herr der Ringe? Ja, mit all den Orks und Elben und Drachen. Was es da alles gibt. Also ich kenne mich da nicht mal aus, aber all die 1000 Varianten davon. Und einer meiner ersten Eindrücke von Game of Thrones war auch, die Eröffnungsszene hat dieses typisch Fantasy-artige, wo man sieht, okay, da sind diese Wesen mit den blauen Augen. Die haben irgendwas übernatürlich, also übermenschliches. Das ist pures Fantasy. Aber der Rest der Folge ist ja eigentlich, also unabhängig davon, dass es erfundene Kulturen sind, einfach nur Dialoge zwischen Menschen. Ja. Und das fand ich am Anfang auch ein bisschen ungeil. Weil ich habe erwartet mit einer Fantasy-Serie, dass es da halt mehr richtiges Fantasy gibt. Mhm. Also mehr Action. Also nicht unbedingt einen Drachen oder so oder direkt einen dummen, klischeehaften Magier, sondern so Fantasy-Elemente einfach im Generellen. Mhm. Das hat mich am Anfang auch ein bisschen abgeturnt. Aber dann hat sich gerade das auch als eine Stärke von Game of Thrones erwiesen, weil es halt nicht diesen Klischeeweg der Fantasy geht. Es stehen halt im Vordergrund die Menschen, ihre Beziehung zueinander
die Verflechtung und die Entwicklung, die die einzelnen Charaktere machen. Und wie sich einzelne Handelsstränge treffen und auseinandergehen und es unwahrscheinliche Kombinationen teilweise gibt. Und wie der Facettenreichtum von Charakter deutlich gemacht wird. Ja, also aber durch die Hintertür kommt dann immer noch das Fantasy. Schlimmer als jeder Friseur. Kommt dann doch noch das Fantasy rein. Also es gibt diese Fantasy-Elemente. Ja, das glaube ich auch. Aber die sind dann halt seltener gesät. Mhm. Aber dadurch bekommen sie auch mehr Kraft und mehr Glaubhaftigkeit. Ja, gut. Und das ist eine der Stärken von Game of Thrones, die auch erst im Laufe der Serie halt klarer werden. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall trotzdem nicht weiter angucken. Also kann ich jetzt schon sagen, ich werde es mir nicht weiter angucken. Ja, warum denn nicht? Weil ich keinen Bock habe, 10 Stunden meines Lebens da zu hocken und 10 Folgen von der ersten Staffel zu gucken, bis es irgendwie Klick macht. Oder bis ich drin bin, so wie das bei dir war. Da habe ich keinen Nerv für. Und ehrlich gesagt, mich interessiert das Ganze auch nicht wirklich. Also ich weiß ja, es geht irgendwie um Familien, die sich irgendwie um den Thron streiten. Ja, schön. Kann sein, dass es gut gemacht ist und dass viele Handlungsstränge dabei sind und interessante Charaktere und Wendungen etc. pp. Aber ich werde es mir nicht angucken, weil es mich einfach nicht interessiert von der Geschichte her. Also mich können halt Sachen über Engel und Dämonen einfach von der Grundidee mehr aus dem Hocker reißen, als einfach irgendwelche Intrigenleute, wo dann noch so ein bisschen Drache dabei ist und so ein bisschen. Also es ist einfach nicht so meine Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du denn als Kind so Fantasy-Romane gelesen? Ja, sehr viele. Ich hatte auch solche, wo man würfeln kann, wo man selber spielen kann damit quasi. Ich auch, ja klar. Ja. Die hab ich geliebt. Reiß dich nicht vom Hocker, ganz ehrlich. Also bist du so einfach generell durch mit Fantasy? Ja, ich fürchte, ich bin das Ganze ein bisschen überdrüssig. Ich merke das auch beim Pen und Paper spielen. Wenn wir ein Fantasy-Setting haben, bin ich wirklich nur zur Hälfte dabei, weil es mich einfach nicht interessiert. Also du brauchst diese Verbindung mit der realen Welt? Nein, brauche ich nicht, aber ich brauche etwas, was einfach spannender ist. Und das kann noch so cool sein mit Drachen, Magie und Leute, die zerfetzt werden. Und da kann so viel Gewalt und Sex und sonst was reingepackt werden, wie es will. Es interessiert mich einfach nicht. Ich brauche einfach etwas, was mich bei der Stange hält. Was hält dich denn bei der Stange? Das ist einfach Horror bei mir. Und ich kann einfach, wie gesagt, Engeln, Dämonen und irgendwelchen Geistererscheinungen und Monstern und was weiß ich was mehr abgewinnen als so eine Geschichte wie Game of Thrones. Ist einfach so. Der Horror. Der hält mich einfach eher am Ball. Aber nicht Gewalt. Nein, nicht Gewalt. Der Horror. Und nicht das Böse im Menschen. Nein. Und auch nicht Beziehungen zwischen Menschen. Ich weiß nicht, es kommt vielleicht so dazu. Also ich meine, Supernatural gucke ich jetzt nicht nur, weil irgendwelche Horrorsachen drin vorkommen. Ich mag ja auch die Charaktere extrem gern. Also, es ist ja wunderschön, was die da geschrieben haben. Mit den Charakteren. Von denen manche dann sterben. Dann möchte man eigentlich nur weinen. Ja, ich frage mich gerade, wenn ich jetzt durch die Zeit zurückreisen könnte und mit meinem Selbst sprechen könnte, nachdem ich die erste Folge von Game of Thrones gesehen habe. Ja. Und das mit meinem jetzigen Wissen zu überreden versuchen würde, Game of Thrones weiterzugucken und irgendwie zu überzeugen, allein von dem, was ich zu sagen habe, dass es gut ist. Ob ich mein früheres Selbst überzeugen könnte, ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist bei dir einfach noch der Punkt gekommen. Also bei mir war es halt entscheidend, dass ich einfach die Bereitschaft hatte, der Chance, generell eine Chance, also der Serie eine Chance zu geben. Ich fürchte, das wird halt bei mir einfach nicht kommen. Und ich habe die erste Staffel komplett mit einer vorurteilsbehafteten Einstellung gesehen. Mhm. Und die hat sich bis zum Ende nicht geändert. Und so konnte ich all das Gute an der Serie einfach nicht klar sehen. Ja, das kann gut sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock, der Serie eine Chance zu geben. Und ich werde ihr auch keine Chance... Nein, weil es mich einfach nicht interessiert. Und ich habe ehrlich gesagt den ganzen Tag auch genug zu tun und habe dann einfach auch nicht die Motivation dazu,
jetzt erstmal stundenlang mich reinzugucken und zu gucken, ob es mir dann gefällt. Das hat vielleicht auch... Gerade weil ich jetzt auch eine neue Serie entdeckt habe, die ich mir angucken möchte. Welche Serie meinst du? Hannibal. Hannibal, okay, kenne ich nicht. Dazu später mehr. Sicher. Aber wir, das hätte vielleicht auch generell mit einem anderen Thema zu tun, worüber ich in letzter Zeit öfters nachdenke, nämlich der generellen Bereitschaft, sich auf neue Geschichten einzulassen. Ja. Und ich glaube, wenn man ein bisschen älter wird, wird es schwieriger, sich mit neuen Geschichten anzufreunden. Das kann gut sein, ja. Weil, also ich kann nicht für andere sprechen, aber ich habe an mir beobachtet, dass ich eine Phase hatte, wo ich ganz massive Schwierigkeiten hatte, mich mit neuen Geschichten generell anzufreunden. Und das war viel auch in diese Game of Thrones-Zeit, wo ich irgendwie allem überdrüssig war, weil irgendwann erkennt man Strukturen in Geschichten und kann zumindest grob sehen, wohin etwas geht, und malt sich schon so alles aus und fühlt einfach, als ob man die Geschichte schon zum Ende durchgelebt hat. Ja. Aber man müsste noch ein paar tausend Stunden gucken, um zu wissen, wie es dorthin kommt. Mhm. Und da hatte ich einfach keinen Bock zu. Ja. Oder auch mit Mangas, die man liest. Irgendwann weiß man einfach, wie bestimmte Mangas laufen. Ja, man erkennt Strukturen und kann im Voraus schon sagen, was passieren wird. Ja, und so entsteht ein Gefühl des Überdrusses. Ja. Kann sein, dass ich das habe. Wobei ich mir nicht erklären könnte, wovon. Und gerade im Fantasy-Genre gibt es so viel Potenzial, überdrüssig zu sein. Das stimmt, aber man muss dazu sagen... Die Bücherregale borden über mit Fantasy. Ja, aber man muss dazu sagen, ich habe noch nie eigentlich so viel mich damit beschäftigt oder so viel gelesen oder gesehen von Fantasy. Außer ein paar Filme, ja. Ein paar Bücher, die ich mal als Kind gelesen habe. Ich lese schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Aus irgendeinem Grund. Überdrüssig dürfte ich eigentlich nicht sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Eigentlich dürfte ich nicht. Aber irgendwie Unmut. Mhm. Ein paar so Elemente, die sich jetzt irgendwie gehäuft haben und die jetzt einfach im Moment das Gute, was ich in der Serie sehe, einfach klar übertürmen, sag ich mal. Mhm. Und deswegen sehe ich jetzt keinen Grund, ehrlich gesagt, das weiterzugucken. Mhm. Wie sieht es denn aus mit Supernatural? Willst du das weitergucken? Nein. Weil es zu abgefahren ist. Also zu abgefahren kann eigentlich, also das ist kein Grund. Also, es ist mir so, wenn ich den Fernseher mal anschalten würde und dann läuft jetzt, nie tun, übrigens. Da läuft jetzt eine Folge Supernatural, ja. Dann würde ich mich nicht genötigt fühlen, das wegzuschalten. Also, das wäre für mich mehr so was, was man nebenbei laufen lassen kann, weil es einen jetzt nicht so vollkommen fordert. Aber das ist auch nichts, wo ich dann aktiv, also jetzt von meinem ersten Eindruck aus, sagen würde, da habe ich jetzt den Zwang, unbedingt weiter zu gucken. Nicht so über Sherlock Holmes. Ja, also nach der ersten Folge von Holmes, also Sherlock, da wollte ich sofort wissen, wie es weitergeht. Ja. Oder bei Breaking Bad. Ja. Da waren wir einfach sofort drin. Ja. Bei Game of Thrones war es schwieriger, wie gesagt. Da gab es diesen. So eine Hürde zu nehmen, ja. Genau. Aber das, wie gesagt, ich bin mir halt dieser Überdrüssigkeit bewusst und sehe das auch kritisch durchaus, weil man dadurch natürlich auch seinen Blickwinkel verschmälert und sich und Dinge übersieht und auch gute Geschichten nicht zu würdigen weiß. Mhm. Und aus diesem Grund habe ich Game of Thrones nochmal eine Chance gegeben und habe es nicht bereut. Ist auch schön, ja. Und ich bin jetzt nicht vollkommen verschlossen Supernatural gegenüber. Also, wie gesagt, ich habe jetzt nur nicht spontanes Bedürfnis, es unbedingt weiterzugucken. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, das wäre so das Fazit, das ich abgeben kann. Ja. Bei dir kann man wahrscheinlich erstmal nichts machen. Da muss ich noch ein paar Jahre Missionsarbeit leisten. Ja, da suchst du mir erstmal schöne Bilder raus, wo die männlichen Darsteller nette sind. Und gerade bei Game of Thrones gibt es so viel Fanzeugs. Ja, ich gucke ja eine Serie nicht wegen den Fansachen, sondern ich will jetzt erstmal wegen. Ich gucke das erst in erster Linie wegen der Serie.
Ja. Und solange ich keine Motivation für die Serie habe, werde ich mir auch das Drumherum nicht angucken, weil das sind. Ja, ja, klar, aber das Drumherum gibt es ja nur, weil die Serie so viel Material liefert. Ja, schon, aber du verstehst meinen Vorgang. Ja, ich meine, ja, ich habe mit Supernatural angefangen, das zu gucken und habe dann erst viel später angefangen, den Sinn der Bromance zu gucken, was dahin. Ach, das ist nicht nur Bromance. Aber ich habe danach geguckt, erstmal später, viel später, ab der zweiten oder dritten Staffel, was es drumherum gibt, was die Fans so draus machen. Und, und bin dann ein Teil geworden. Und es macht Spaß. Ja, ja, belassen wir es dabei. Ja. Haben wir es ein bisschen verquatscht? Wir haben jetzt. Ist dunkel geworden. Das Doppelte über Game of Thrones gelesen. Man wird mich zumindest überhaupt nicht erkennen. Als über Supernatural, weil ich erstaunend feststelle, dass du sehr viel laberst und sehr gerne laberst, offenbar. Nee, ich finde es ja sehr schön. Gerade dann kann man gut diskutieren, wenn man verschiedene Meinungen hat. Das auf jeden Fall, ja. Und gerade bei Game of Thrones, wie gesagt, ich kann deinen Standpunkt voll und ganz nachvollziehen, weil ich eigentlich genauso gedacht habe. Aber ich weiß auch, warum ich jetzt nicht mehr so denke. Und das musste ich halt ausführlich darlegen. So wie es halt es meiner Ehre gebührt. Ja. Ne? Ja. Ich glaube, das teilen wir mal in zwei Parts. Wie, den Game of Thrones Teil? Ich weiß nicht, ob ich das auf ein Video kriege. Jeweils eine halbe Stunde oder so. Ich guck mal, ich schaue einfach mal. Ja, ist ja egal. Die Arbeit wird eh wieder bei mir landen. Ja, jedenfalls haben wir es jetzt abgefrühstückt. Und ja. Danke fürs Zuhören, falls ihr nicht schon eingeschlafen seid. Also, genau. Aufwachen! Ja. Tschüss! Ciao! Und irgendwann haben wir einen Namen für die Kategorie. Irgendwann.